Nun läuft auch schon wieder in Bayern und Baden-Württemberg eine Woche die Schule. Und damit müssen alle Schüler in ganz Deutschland morgens wieder früh raus. Während so einem Schuljahr aber fällt so einiges an Müll an. So viel, dass sich der ein oder andere wahrscheinlich vielleicht schon gefragt hat, ob und wie er diesen einsparen kann. Deshalb hier 10 Tipps, um in der Schule Müll zu sparen. Es gibt auch noch einen Bonus, also dranbleiben. Tipp Nummer 10. Papier auf beiden Seiten benutzen. Die meisten Schüler machen dies bereits, aber einige Lehrer drucken oftmals mehrere Blätter aus, anstatt sie beidseitig zu bedrucken. Sollte das bei dir auch der Fall sein, spreche sie doch einfach mal drauf an. Tipp Nummer 9. Pausenbrot in einer Brotdose mitnehmen. Viele Schüler nehmen ihr Pausenbrot in einer Alufolie mit. Dies ist aber nicht nur ungesund, sondern trägt auch zur Müllproduktion bei. Auch beim Bäcker müsst ihr keine Tüte mitnehmen. Tipp Nummer 8. Den Müll trennen. Ach, wer kennt es nicht, wenn wieder jemand aus der hinteren Reihe seinen Müll in den Mülleimer wirft. Dabei trifft er jedoch meistens nicht den richtigen Eimer. Also lasst dieses Spielchen und werft den Müll wie jeder normale Mensch weg. Dann ist es nämlich auch einfacher, den richtigen Eimer zu treffen. Tipp Nummer 7. Alu- oder Glasflaschen statt Plastikflaschen verwenden. Auch wenn es doch so praktisch ist, in den Supermarkt zu gehen, die Wasserflaschen zu kaufen und dann am nächsten Morgen mitzunehmen. Ökologischer ist es auf jeden Fall, wenn man Alu- oder Glasflaschen immer wieder mit Leitungswasser auffüllt. Tipp Nummer 6. Füller mit wechselbaren Patronen statt Kulis verwenden. Viele Schüler verwenden Einmalstifte wie Kulis. Und wenn die Patrone dann leer ist, wird der ganze Stift weggeworfen. Das muss doch nicht sein. Übrigens, auch bei Wasserfarbkästen bietet es sich an, einen Kasten mit wechselbaren Wasserfarben zu kaufen. Tipp Nummer 5. Das Heft oder das Buch mit Zeitungspapier einbinden. Gerade in den kleineren Jahrgangsstufen wollen die Lehrer noch, dass die Hefte eine bestimmte Farbe haben. Das ist ja auch sehr praktisch. Aber warum muss man dafür unbedingt Plastikumschläge verwenden? Eine Zeitung tut es doch auch. Zumal diese meistens auch noch aus recyceltem Papier sind. Und wer unbedingt einen farbigen Umschlag haben will, kann die Zeitung ja bemalen. Tipp Nummer 4. Schnellhefte aus Karton anstatt aus Plastik. Mittlerweile gibt es auch genug Schnellhefte aus Karton. Und wenn es geht, am besten auch noch mit dem blauen Engel. Tipp Nummer 3. Holz- oder Metalllineare verwenden. Lineare aus Plastik oder Gummi sind in den Klassenzimmern Standard. Aber warum denn? Ein Lineal aus Holz oder Metall tut es doch auch. Und es ist meist auch stabiler. Übrigens, auch Spitze gibt es aus Metall. Tipp Nummer 2. Umweltpapier verwenden. Viele Schulen haben mittlerweile schon auf Umweltpapier umgestellt. Aber bei den Schülern will das noch nicht so richtig in den Kopf. Ich kann euch aber sagen, es lässt sich auf beiden gleich gut schreiben. Nur, dass das eine besser für euren ökologischen Fußabdruck ist. Auch hier bitte wieder Hefte mit blauen Engel kaufen. Tipp Nummer 1. In der Pause auf Leckereien aus dem Automaten verzichten. Und dafür zu Hause Großpackungen einkaufen. Das spart ihr meist Plastik und habt mehr für einen meist geringeren Stückpreis. Der Bonus. Du willst fair leben, kannst dies aber in der Schule nicht so richtig umsetzen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. Mache deine Schule zur Fairtrade School. Damit deine Schule diesen Titel erhält, musst du lediglich 5 Kriterien erfüllen. Diese findest du auf der verlinkten Seite. Ich wünsche dir und deiner Schule viel Spaß dabei.